Hallo YouTube, heute soll es darum gehen, dass ich euch die Nuo-Software zeige, damit ihr eure Pedale vernünftig kalibrieren und nutzen könnt. Darüber hinaus noch die anderen Features, die diese Software hat, die will ich euch unbedingt näher bringen. Ist eigentlich nichts Wildes, ist fast selbsterklärend, von daher wird es auch jetzt nicht schwer. Deshalb starten wir jetzt die Software. So, und ich habe schon meine Kalibrierung, habe ich jetzt resettet. Das ist jetzt alles auf Standard zurückgesetzt. Grundsätzlich gilt, wenn ihr hier irgendetwas macht, egal was, dann solltet ihr immer nach einem Schritt die Settings sofort speichern. Dann werdet ihr auch sehen, wenn ihr was verändert, dann wird dieser Button hier grün gehighlightet. Dann ist dann die Aufforderung da, kurz abzuspeichern, bevor ihr die anderen Sachen ändert. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das Gaspedal kalibrieren. Wir haben jetzt hier zwei Werte, einmal den Output-Wert und einmal den Raw-Wert. Der Raw-Wert ist wirklich der Rohwert, der absolute Rohwert. Das obere müsst ihr so verstehen, das obere ist dann später nur das, was ihr in eurer Simulation sehen könnt an Output. So, dann fangen wir an. Ich drücke einmal das Gaspedal. So, könnt ihr sehen. So, wir fangen schon nicht bei 0 an. Wir fangen ja irgendwo bei einem Viertel an. Das wollen wir ja nicht. Darum kalibrieren wir. Was wir gleich tun, oder bevor wir kalibrieren, die Häkchen bei Center, die lassen wir weg. Denn wenn ihr jetzt ein Häkchen setzt, könnt ihr einen Mittelwert manuell einstellen. Ich habe noch kein mögliches sinnvolles Szenario gefunden, wo man das bräuchte. Deshalb Häkchen raus und die Software ermittelt automatisch den Mittelwert für euch. Also die Sachen, die ihr bei DI View, bei den Evo 1er Pedalen noch machen musstet, müsst ihr hier nicht mehr machen. So, wir gehen auf Calibrate und drücken einmal das Gaspedal voll durch und lassen wieder los. Durchdrücken, loslassen. Dann auf Stop and Save und dann Save Settings. Darum wird sie auch sofort grün. Save Settings und jetzt wurde der Wert übernommen. Und jetzt sehen wir schon, hier haben wir immer noch keinen wirklichen Nullpunkt. Wir würden jetzt in der Simulation minimal Gas geben. Das wollen wir nicht. Deshalb wollen wir jetzt einen Totpunkt setzen. Und das können wir ganz einfach machen. Wir sind jetzt momentan bei minus 13.579. Und wir wollen ungefähr, dass das Gas bei, ja, bei minus 13.000 erst anfängt auszuschlagen. Wie euer Pedal später laufen soll, das entscheidet ihr. Wenn ihr ein bisschen mehr drauf drücken wollt, bevor was ausschlägt, könnt ihr es natürlich machen. Hier könnt ihr sehen, das ist ungefähr der Wert, den ich jetzt drücken muss, das was ausschlägt. So, das ist ungefähr minus 13.000. Und das stelle ich jetzt manuell da ein. Aus der 7 mache ich jetzt hier eine 0. Das ist ungefähr 13.000. Ich klicke irgendwo hin und dann auf Save Settings. So, das ist jetzt weg. Wir haben jetzt wirklich gar kein Gasinput. Erst wenn der Rohwert bei weniger als minus 13.000 ist, dann kommt erst der Ausschlag. Können wir jetzt sehen. Erst jetzt können wir hier oben was Gelbes sehen. Damit ihr versteht, einfach wie das funktioniert. Das gleiche machen wir auch für den maximalen Output, also für den vollen Gasanschlag. Denn, wenn ich jetzt drauf drücke, ich drücke jetzt einfach bis zum Anschlag ungefähr. Ne? Da sind wir bei 14.000, weil wir nehmen auch dafür immer nur den Rohwert. So, aber wir haben immer noch nicht vollen Output. In der Simulation würden wir jetzt nur 90% Gas drücken. Das wollen wir nicht. Also merken wir uns diese Fußstellung ungefähr. Ja, ich drücke mal drauf. Ich möchte bei 13.700 schon Vollgas haben. Also gehe ich bei Maximum. 13.700 war das. Dann mache ich das auch. 13.700. Klicken irgendwo hin. Save Settings. Jetzt habe ich Todzone für den Anfang und eine Todzone für das Ende. Und jetzt drücke ich absolut immer Vollgas. Ohne noch mehr Kraft aufzuwenden. Klar, ich könnte noch fester auf das Gaspedal drauf treten. Da würde auch der Ausschlag noch weiter gehen. Aber du willst ja nicht, wenn du eine lange Gerade zum Beispiel fährst, die ganze Zeit mit Kraft auf das Gaspedal drücken. Das willst du nicht. Das willst du ja nur bei der Bremse, aber nicht beim Gaspedal. So, jetzt haben wir das Gaspedal kalibriert. Das gleiche machen wir jetzt auch für die Bremse. Ich drücke mal hier auf der Bremse drauf. Könnt ihr sehen, dass hier was passiert.
Wir drücken jetzt Calibrate, drücken einmal und halten ungefähr die Position oder die Kraft, wo wir die Vollbremsung hätten und lassen wieder los. Stop and Save, Save Settings und es ist kalibriert. Auch da wollen wir wieder eine Todzone für den Anfang und für das Ende. Wir sind jetzt hier bei einem Rohwert von 2000, also kein Minuswert mehr. Hier sind wir schon bei einem positiven Wert. Nicht, dass ihr euch da vertut. So, ich möchte ungefähr, dass die Bremse erst bei dem Druck ausschlägt. Ungefähr 2600 sind das. Also mache ich das auch. 2600 bei Minimum. Klick irgendwo hin. Save Settings. Jetzt haben wir eine Todzone für den Anfang. Erst ab 2600 bei einem Rohwert. Erst dann fängt er an, einen Output zu generieren. Sehr gut. Jetzt machen wir mal den Bereich, wo wir die Vollbremsung gerne hätten. Da schiebe ich den Sitz kurz nach vorne. So. Dann nochmal kurz auf die Bremse. Oh, das passt aber schon von Anfang an. Ja. Ungefähr bei 23.600. Das passt. Ja. Das ist okay. So, dann haben wir das auch für die Bremse gemacht. Jetzt kommt die Kupplung dran. So, die Kupplung nimmt eben halt nur diesen Bereich hier. Wir drücken auf Calibrate. Ich drücke die Kupplung einmal durch und lasse wieder los. Stop and Save. Save Settings. Und die Kupplung ist kalibriert. Das gleiche mit der Todzone machen wir wieder. Ich möchte ungefähr, dass der App erst ab da ein Output ausgibt. Minus 10.700. Ja, dann machen wir minus 10.600. Win klicken, Save Settings. Sehr gut, das passt. So, jetzt nochmal für den maximalen Output. Oh, das passt aber auch soweit. Ja, können wir trotzdem runtergehen, sicher, ist sicher. Den 1%. Haben wir jetzt hier den Maximumwert verändert. Save Settings. Und jetzt ist die Kupplung wunderbar. So, wir haben jetzt die Pedale kalibriert. Wir können die jetzt so schon sofort in der Simulation nutzen. Aber diese Software bietet ja noch mehr als das. Oben haben wir noch einen Reiter. Achsen, Kurven. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und hier können wir jetzt Kurven für uns einstellen. Das gab es so bei DIView nicht. Wenn, dann hätte man nur die Möglichkeit in der Simulation nutzen können. Hat aber auch nicht jede Simulation. So, das heißt, hier werden wir jetzt alles mal resetten. Wir nehmen mal die gerade Kurve für Gas, für die Bremse auch eine gerade Kurve und für die Kupplung eine gerade Kurve. Save Settings. So, und jetzt haben wir für alle drei Pedale eine lineare Kurve. Hier können wir auch sehen, der rote Punkt bei Gas. Erst wenn ich drücke, wandert der rote Punkt langsam nach oben und über 100. Ich weiß nicht, warum jetzt hier 200 steht, das weiß ich nicht. Für mich ist es aber eine Kurve, die von 0 bis 100 geht. Deshalb könnt ihr euch das einfach so vorstellen. Der rote Punkt wandert auch quasi unter 0, da das diese Todzone, die wir halt eingestellt haben. Der rote Punkt symbolisiert quasi den Output, den wir halt eingestellt haben. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Kurven einzustellen. Ich habe jetzt schon ein Profil für mich abgespeichert, mehrere Profile, das könnt ihr nämlich tun. Und das habe ich jetzt linear genannt. Das heißt für mich, Gaspedal und Bremse haben für mich eine lineare Kurve. Die Kupplung, die habe ich in jedem Profil auf progressiv. Das stelle ich jetzt direkt so ein und Save Settings. Ich mag das einfach, somit komme ich besser aus dem Stand mit einem Fahrzeug weg. Weil so wird der Schleifpunkt noch ein bisschen in die Länge gezogen und man kann mit mehr Präzision losfahren. Das ist der Grund, warum ich gerne für die Kupplung eine progressive Kurve habe. Für Gas und Bremse habe ich das immer gerne linear. Aber das Schöne ist jetzt, durch diese visuelle Darstellung und da es so einfach gemacht wurde, könnt ihr jetzt rumprobieren. Das, was ihr euch vielleicht vorher nie getraut habt, könnt ihr mal hier jetzt ausprobieren. Und durch die verschiedenen Kurven gehen und die mal dann im Rennen ausprobieren, ob das was für euch ist. Und was sich da verändert, weil das ist schon eine spannende Sache, wie sich dann das Fahrzeugverhalten verändert, wenn man eben diese oder diese Kurve nimmt. So, dann haben wir das jetzt abgespeichert. Jetzt können wir uns mehrere Profile anlegen.
Ich habe jetzt zum Beispiel ein Profil, das heißt degressiv. Und hier kann man sehen, ich habe hier für Gas und Bremse degressive Kurven genommen. Save Settings. Dann gehe ich mal hier auf progressiv. Und ich habe hier für Gas und Bremse progressive Kurven gewählt. Das Schöne ist, ihr könnt eure eigene Kurve machen. Ihr könnt entweder aus vorgefertigten Standardkurven eine aussuchen oder ihr könnt eure eigene Kurve erstellen und diese dann als Standardkurve speichern. Das könnt ihr auch. Das können wir mal probieren. Ich verändere einfach mal diesen Punkt, den und den. Einfach mal eine ganz wilde Kurve hier. Das ist jetzt für die Bremse. Und hier kann man auch jetzt sehen, diesen roten Punkt, der jetzt immer noch linear wandert. Also Save and Settings. Also auf Save Settings. Und erst jetzt wurde es übernommen. Jetzt geht der rote Punkt mit der Kurve. Eine sehr verrückte Bremskurve, aber das wäre möglich. Jetzt habt ihr eben so eine Bremskurve. Und wenn ihr sagt, das will ich als Standard speichern, dann könnt ihr das jetzt speichern. Könnt ihr zum Beispiel die hier nehmen, drückt ihr auf Set. Und jetzt ist eure Kurve hier auch visuell dargestellt und abgespeichert. Und das ist jetzt immer eure Standardkurve. Wollt ihr die Kurven wieder zurücksetzen auf den ursprünglichen Standard, drückt ihr wieder hier auf Reset. Und ihr habt wieder die ursprüngliche Standardkurve drin. So, dann können wir auch jetzt die progressive Kurve wieder nehmen. So, und Save Settings. So, das ist erstmal das Feature mit diesen visuellen Kurven. Dann gehen wir auf das Zahnrad. Hier können wir jetzt festlegen, welches Profil an welcher Stelle drankommt. Zum Beispiel, nach linear kommt als zweites degressiv und danach progressiv. Ich habe jetzt drei Profile drin, bis zu fünf Profile könnt ihr abspeichern. Und jetzt folgendes, ihr könnt jetzt Hotkeys festlegen. Das heißt, egal ob jetzt ein Button auf eurer Tastatur, auf dem Lenkrad, auf der Buttonbox, spielt keine Rolle. Ihr belegt einen Button, da drückt ihr einfach auf Record und dann drücke ich einfach mal hier auf der Buttonbox. So. Und wir klicken wieder auf Recording. Jetzt haben wir hier einen Button von der Buttonbox belegt. Das heißt, wenn ich jetzt im Fahrzeug bin und ich fahre gerade live das Auto und drücke auf diesen Button, wird automatisch das Profil linear geladen mit den dementsprechenden Kurven, die ihr dort vorher ausgewählt habt. Während der Fahrt könnt ihr eure Kurvenprofile laden. Das ist ein super Feature, aber dafür müssen wir noch was tun. Entweder können wir jedes Profil mit einem einzigen spezifischen Button versehen, so wie jetzt gerade geschehen, oder wir haben die Möglichkeit, auf Circular Config einen Button zu belegen, wo ihr dann durch die ganzen Profile durchschalten könnt, nach und nach, also sequenziell. Wir belegen mal diesen Button. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt das lineare Profil geladen habe und fahre gerade damit und drücke jetzt, oh, ich muss nochmal auf Recording drücken, jetzt ist es beendet, und ich drücke jetzt auf diesen Button, dann wird das degressive Profil geladen, was an zweiter Stelle hier steht. Drücke ich nochmal drauf, wird während der Fahrt, während ich fahre, das progressive Profil geladen mit den progressiven Kurven, die ihr dafür ausgewählt habt. Und das ist ein echt cooles Feature, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt ein Rennen und es ist gerade trocken und es fängt an zu regnen und ihr wollt eher ein weniger aggressives Gaspedal behalten, weil die Räder sonst dann vielleicht zu sehr durchdrehen. Dann könnt ihr entweder die Profile durchschalten oder ihr wählt sofort per Button das degressive Profil aus. Somit habt ihr dann ein weniger aggressives Gaspedal und kommt sicherer aus den Kurven raus, wenn es regnet. Das ist jetzt ein Beispiel, wofür man das sehr gut nutzen kann. Wenn man das aber macht, wenn man das nutzen möchte, das Häkchen muss auf jeden Fall drin sein und das Häkchen. Beide Häkchen sollten drin sein, denn dieses Feature mit diesen Hotkeys und den Profilen könnt ihr nur nutzen, wenn die Software läuft. Wenn ihr die schließt und ihr beendet die Software, dann könnt ihr das nicht nutzen. Deshalb das Häkchen Automatic Save Config When Selected. Das bedeutet, wenn ihr ein neues Profil lädt, dass er dann automatisch, das braucht ihr nicht mehr tun,
auf Save Settings geht. Er speichert das automatisch und dadurch habt ihr sofort das neue Profil geladen und könnt es auch sofort nutzen. Ist das Häkchen nicht gesetzt, dann und ihr drückt diesen Button für das neue Profil, dann ist zwar das neue Profil geladen, ihr könnt es aber in der Simulation noch nicht nutzen. Erst nachdem ihr Save Settings gedrückt habt. Aber das könnt ihr ja nicht während der Fahrt. Das macht die Software für euch automatisch, wenn das Häkchen gesetzt ist. Jetzt noch folgendes. Close to Tray, Häkchen unbedingt drin lassen. Denn wenn ihr das Fenster jetzt schließt mit X, dann wäre das Programm normalerweise beendet. Es ist geschlossen und beendet. Ihr könnt diese Hotkey-Funktion nicht mehr nutzen. Deshalb Close to Tray, Häkchen rein. Ihr könnt jetzt auf X drücken, aber das Programm läuft im Hintergrund weiter. Das ist der Grund. Ein wichtiger Hinweis gibt es noch von mir. Und zwar, wenn ihr jetzt bestimmte Buttons für die jeweiligen Profile belegt, egal ob jetzt für ein bestimmtes Profil oder um durchzuschalten, diese Buttons, die ihr belegt, die könnt ihr dann an eurem Rechner nicht mehr für was anderes verwenden. Zum Beispiel, ich habe jetzt für das degressive Profil den Buchstaben auf der Tastatur Ö belegt. Ich kann jetzt, solange diese Software läuft, solange sie nicht beendet, also noch nicht geschlossen und beendet ist, kann ich Ö für nichts weiteres mehr verwenden. Heißt also, wenn ich jetzt irgendwas schreiben möchte, dann wird der Buchstabe Ö einfach ignoriert. Ihr könnt kein Ö mehr schreiben. Dass ihr Bescheid wisst. Oder wenn ihr einen Button auf der Buttonbox dafür belegt, dann könnt ihr diesen Button in keiner anderen Simulation mehr verwenden, weil dieser schon extra für diese Software reserviert ist, solange die Software läuft. Wenn ihr die Software schließt und auch wirklich beendet, dann könnt ihr wieder diese Tasten für etwas anderes benutzen. Dann haben wir noch einen weiteren Vorteil, der bei mir aber leider nicht funktioniert. Ich weiß noch nicht warum, dass wenn ihr ein Profil lädt, auch ein Bestätigungston abgespielt wird. Dass ihr während der Fahrt dann auch sofort akustisch wahrnehmen könnt, okay, jetzt ist wirklich das andere Profil geladen. Das funktioniert bei mir nicht. Es wird kein Ton abgespielt. Das neue Profil wird zwar geladen, ich spüre es auch sofort, ist auch wunderbar, nur kein Bestätigungston. Im Eifer des Gefechts, wenn ihr ein Profil lädt, aber ihr nichts hört, dann seid ihr euch nicht sicher, welches Profil ich jetzt geladen habe. Denn wenn ihr nur durchschaltet hier, dann und ihr wisst gar nicht mehr, wie oft ihr jetzt gedrückt habt, weil kein Bestätigungston kam, dann wisst ihr nicht, bei welchem Profil ihr gerade seid, falls ihr mehrere Profile habt, die relativ ähnlich sind. Deshalb sollte das eigentlich funktionieren, bei mir tut es nicht, vielleicht bei euch, ansonsten unbedingt den Matthias Bescheid sagen. Ja, das ist das Feature für die Profile, das Hotkey-Feature. Beide Häkchen rein und wir klicken auf OK. Und damit ihr Profile speichern könnt, das geht ganz einfach. Wir können zum Beispiel ein völlig verrücktes Profil speichern. Wir nehmen für das Gaspedal diese Kurve speichern. Für die Bremse auch diese Kurve speichern. Und das wollt ihr jetzt als Profil haben. Also Save. Und wir nennen das Profil Crazy. Speichern. Oh, jetzt habe ich Casey geschrieben. Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. So. Und das ist jetzt das Crazy-Profil. Und jetzt drücke ich mal den Button und schalte mal durch. Jetzt haben wir das Degressive. Und ihr habt gesehen, Save Settings ist kurz gehighlightet und dann wieder nicht. Das heißt, er hat automatisch für euch auf Save Settings gedrückt. Dass ihr das während der Fahrt nicht machen müsst, weil sonst würde es gar keinen Sinn machen, es während der Fahrt zu verändern. Nächstes Profil. Linear. Nächstes. Progressiv. Crazy. Degressiv. Und linear. Und das könnt ihr jetzt immer so weiter durchschalten. Leider, ihr kriegt es ja mit, höre ich keinen Ton. Vielleicht liegt irgendwo der Fehler bei mir. Ich weiß es nicht. Ich habe alles nachgesehen. Bei mir kommt kein Bestätigungston. So, jetzt könnt ihr die Software vernünftig nutzen. Ihr könnt die Pedale jetzt kalibrieren, euch Profile abspeichern für bestimmte Kurven und diese auch mit der Hotkey-Funktion während ihr fahrt verändern. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Für alle diejenigen, die noch vielleicht Schwierigkeiten gehabt haben, diese Software zu nutzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da, zeigt somit Danke und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel. Ciao, ciao.